Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und habe heute für euch was dabei, das super spannend ist, denn ich bin noch nie gefahren und zwar einen Tesla und zwar das Tesla Model 3. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran, denn wir schauen ihn uns optisch an. Wir werden über das Laden sprechen, über die Reichweite und natürlich auch zusammen fahren. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran, abonniert den Kanal und dann gehen wir erstmal los und schauen uns die Optik an. Kommt mit! Ja, und hier vorne angekommen, vielleicht erstmal generell, Tesla ist doch schon was Besonderes, oder? Also ich bin es noch nie gefahren und ich bin vom Beruf Autotesterin. Darum habe ich mich umso mehr gefreut, als wir dann diesen Testwagen bekommen haben. Und den gibt es jetzt in 5 verschiedenen Lackvarianten. Hier haben wir jetzt das Schwarz drauf und wir haben jetzt hier das Facelift von 2021. Und erstmal vielleicht, Facelift heißt ja eigentlich, optisch ändert sich viel. In diesem Fall ist es gar nicht so viel. Ein bisschen was hat sich an der Leuchte verändert und wir haben nicht mehr die Chrom-Applikation vor allem in der Seite. Die zeige ich euch aber gleich. Aber sonst ist der von außen gleich. Wir haben ein paar Änderungen in den Leistungsdaten, die erzähle ich euch später noch. Und vor allem Änderungen im Innenraum. Wir haben jetzt das Solid Black hier drauf, kostet 1000 Euro Aufpreis und was super spannend ist, ich möchte euch in diesem Video heute so ein bisschen zeigen, was ihr alles für 50.000 Euro ungefähr bekommt. Und das ist meiner Meinung nach schon eine Menge. Tesla wird ja oft kritisiert, vor allem auch wegen der Qualität im Innenraum. Die schauen wir uns dann aber später an. Und jetzt fangen wir aber hier mit der Optik an. Und erstmal finde ich, der sieht ein bisschen aus wie ein Porsche von außen oder Porsche sieht ein bisschen aus wie ein Tesla von außen. Ich weiß es nicht. Aber ich finde diese Leuchten vor allem sehr interessant, weil die hier so komplett nach hinten gehen und eine sehr interessante Form haben, was ein bisschen schade ist und auch kritisiert wird. Alle haben ja hier jetzt bei dem Facelift auf Matrix-LED-Leuchten gehofft und gewartet. Die gibt es jetzt leider nicht. Es sind trotzdem noch immerhin weiterhin die Voll-LED-Leuchten. Wenn wir jetzt ein bisschen ins Profil gehen, erzähle ich euch vielleicht was zu den Maßen. Und der ist jetzt 4,70 Meter lang, 1,44 Meter hoch und 1,93 Meter breit. Und für mich sieht er gar nicht so sportlich aus, wie er ist. Er ist nämlich in 4,4 Sekunden auf 100. Wir haben hier die Long-Range-Variante, es gibt ja die Standard-Plus-Variante noch, die ist ein bisschen langsamer und es gibt die Performance-Variante, die ist dann in 3,3 Sekunden auf 100. Schon ziemlich krass. Eigentlich wurde uns ja die Performance-Variante versprochen, aber ich glaube, Daniel Abt oder Grip kam uns entgegen. Naja, auf jeden Fall haben die den bekommen. Wir haben jetzt hier die Long-Range-Variante, aber die ist vor allem spannend, weil sie eben die weiteste Reichweite hat. Felgen habt ihr gar nicht so eine große Auswahl. Ihr habt nämlich hier entweder 18 oder 19 Zoll. Hier haben wir jetzt die 19 Zöller drauf, die optionalen. Bei der Performance-Variante gibt es jetzt seit dem Facelift auch noch 20 Zöller. Aber sonst gibt es auch keine große Änderung eben bei den Felgen im Facelift. Was sich aber verändert hat, ist, dass die ganzen Applikationen, die in Chrom waren, jetzt in so einem satinierten Schwarz sind. Und das gefällt mir persönlich deutlich besser. Hier vorne habt ihr dann das Schwarz, auch in der Spiegelkappe nochmal. Ihr habt da vorne dann hier in diesem ja, kleinen seitlichen Lichtelement nochmal so ein schwarzes Element. Und ich bin ja kein großer Freund von Chrom. Hier der Türöffner übrigens auch noch in diesem Schwarz. Und für mich sieht es sportlicher und schöner aus. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Falls ihr das jetzt in Chrom haben wollen würdet, müsstet ihr es euch wahrscheinlich wieder folieren lassen. Und dann wird es eben so aussehen wie das Vorvorgängermodell. Wenn wir jetzt hier stehen, sprechen wir vielleicht noch hier ein bisschen über die Verarbeitung. Das muss ich leider kritisieren. Das sieht so ein bisschen undicht aus. Es geht zwar nicht bis in den Innenraum, aber das Wasser fängt sich hier so ein bisschen in der Seitenscheibe. Naja, aber was gut ist hier, ist der CW-Wert. Der ist nämlich verdammt gut. Wir haben hier einen CW-Wert von 0,23 und das liegt unter anderem daran, dass wir hier natürlich auch eingelassene Türöffner haben, die wir jetzt hier auch in dem dunklen Schwarz haben. Und wenn ich jetzt hier im Profil stehe, erzähle ich vielleicht nicht nur von der Optik, sondern auch, wo die Motoren überhaupt liegen. Und in der Standard-Plus-Variante, die ist heckangetrieben, das heißt, der Elektromotor sitzt hinten an der Hinterachse. Und in diesem Fall jetzt oder im Performance-Fall haben wir vorne und hinten jeweils an der Achse einen Elektromotor. Der Akku in diesem Fall liegt jetzt hier unten unter Florig und fest 75 Kilowattstunden. Und wo lädt man den jetzt eigentlich? Da hinten, das schauen wir uns jetzt mal an. Und das ist super schön integriert in diese Rückleuchte hier, was ich gar nicht schlecht finde. Und den können wir jetzt in der Haushaltssteckdose laden mit bis zu 3,7 kW. Da braucht er ja so ungefähr
17 Stunden. Wenn ihr den an der Wallbox laden wollt, mit bis zu 11 kW, braucht ihr dann 5,5 Stunden. Und ihr könnt ihn mit bis zu 250 Kilowattstunden laden, dann ist er in 22 Minuten bei 80% voll. Die ganzen Werte, die ich jetzt gesagt habe, sind dann jeweils auf 80% gewesen. Und jetzt muss man hier so ein bisschen runterdrücken. Ich weiß nicht, ob es wirklich so geht oder ob es mit einer Slide-Bewegung wie beim Taycan geht, aber ich krieg's auf jeden Fall hier hinten so zu. Und wenn wir jetzt Hack sind, sprechen wir erst noch über die Optik und dann zeige ich euch was ganz Witziges. Hier erstmal die Rückleuchten sind sehr aufrecht stehend. Sehen auch so ein bisschen dreidimensional aus. Wie gesagt, die Ladebox integriert sich hier sehr schön. Und sonst sieht das Heck ganz gut aus. Hier unten steht es dann auch Dual Motor. Also wir haben hier die zwei Elektromotoren. Und wir haben hier nochmal so einen kleinen Entenbürzel und das Tesla-Logo hier in der Mitte. Und was jetzt interessant ist, und deshalb habe ich jetzt auch mein Handy dabei, ich kann den Kofferraum jetzt hier einfach so normal öffnen. Oder ich zeige euch mal die App. Wir haben hier zu dem Tesla immer eine App, wo wir dann alle Informationen haben. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade die Info, der ist geparkt. Der hat jetzt noch 238 Kilometer Reichweite. Ich kann den Handy eben als Schlüssel benutzen, kann auch sagen, wie warm oder kalt es im Innenraum sein soll. Ein paar Sachen zum Aufladen kann ich mir angucken, wo die nächste Aufladestation ist, was super spannend ist. Ich habe das halt alles hier mobil dabei. Habe hier auch nochmal den Ort, wo ich jetzt gerade bin. Jetzt kennt ihr unser Influencer-Parkdeck. Kann den auch herbeirufen und was auch spannend ist, ist, dass ich den hier jetzt bei Fahrzeug verschiedene Dinge machen kann. Ich kann einmal die Lichthupe machen oder die Hupe und jetzt guckt mal kurz, ich mache das mal und es klappt. Total witzig. Dann haben wir vorne den Kofferraum und hinten den Kofferraum, den wir jetzt einfach so aufmachen können. Das machen wir jetzt mal. Hinten bitte einmal Kofferraum, Sesam, öffne dich. Und es klappt. Ich weiß nicht, Audi, BMW könnte sowas auch, ich bin mir nicht sicher. Und hier haben wir jetzt eben ja so ungefähr 540 Liter Volumen. Vorne haben wir dann nochmal 85 Liter Volumen. Und für mich ist der ausreichend groß, aber er ist ein bisschen zerklüftet, wenn ihr euch den mal genauer anguckt. Wir haben jetzt hier da drüben in der Ecke so ein bisschen Platz. Ich gehe mal auf die andere Seite, dann seht ihr es auch mit meiner Hand vielleicht. Hier ist noch so ein bisschen Platz. Wir haben einen doppelten Ladeboden, den wir nutzen können. Hier ist nochmal brutal viel Platz, aber es ist sehr ungewohnt. Und was viele kritisieren, ist, dass wenn man den jetzt aufmacht und der Schnee drauf liegt, fällt der Schnee so ein bisschen runter oder eben auch in den Kofferraum. Angeblich liegt es daran, dass der halt in Kalifornien konzipiert wurde und da haben die das Problem nicht wie wir hier in Deutschland. Aber ich meine, bei anderen Autos ist es auch so, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Und was wir jetzt machen, ist noch vorgehen und den Frunk noch aufmachen hier mit der App. Gehen wir mal vor. Vielleicht gucken wir es uns auch gleich an, dass man sieht, wie er dann aufspringt. Und jetzt machen wir vorne noch den Kofferraum auf. Ja, ich bin mir sicher. Und er geht auf. Schauen wir uns jetzt mal an. Und hier haben wir auch die ganzen Ladekabel, 85 Liter Volumen, die wir brauchen und die wir auch nutzen können. Und das finde ich natürlich auch sehr praktisch, dass wir hier die verstauen können. Hier haben wir jetzt eines der Ladekabel und für mich ist das schon ziemlich cool, oder? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe hier außen alles, was ich brauche bei einem Elektroauto. Aber jetzt würde ich sagen, bevor ich es vergesse, springen wir noch auf die Rückbank. Ganz, ganz wichtig, weil wir haben hier einen relativ guten Radstand von, glaube ich, fast 2,90 Meter. Und wir schauen mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Kommt mal mit. Erstmal mega cool. Schaut mal, wir haben hier hinten natürlich keinen Mitteltunnel. Das heißt, ich konnte hier total komfortabel durchrutschen. Und dann schauen wir uns mal die Platzverhältnisse an. Ich bin 1,64 Meter klein, habe nach vorne hin zwei Fäuste und nach oben hin auch zwei Fäuste Platz. Und schaut euch mal dieses krasse Panoramadach an. Das ist doch total verrückt. Und ich mag es, dass hier drin alles so puristisch ist. Wir haben hier wirklich kaum Knöpfe. Vorne gibt es genau zwei Knöpfe, die zeige ich euch dann. Und hier hinten haben wir auch keinen einzigen Knopf, haben wir noch zweimal die Möglichkeit, unser Handy zu laden mit so einem USB-C-Stecker, aber das war's. Und falls ich hier hinten die Sitzheizung anmachen möchte, kann ich sie entweder vorne am Display steuern oder eben auch auf dem Handy. Schauen wir uns hier vielleicht noch die Sitze an, die sind sehr bequem. Ich habe hier auch noch eine Mittelarmlehne, die ich nutzen kann mit zwei Cupholdern, kann aber auch eben hier draus so einen Notsitz machen. Also es passen fünf Leute hier rein und die haben auch Platz. In der Mitte wird es vielleicht ein bisschen eng und die Sitze sind sehr gut gepolstert und erstaunlicherweise ist die Qualität echt nicht schlecht. Ich habe nämlich bis jetzt immer nur viel von Tesla gehört und habe gedacht so, ja, der Innenraum ist da vielleicht ein bisschen schlechter von der Qualität, aber ich bin positiv überrascht. Schaut mit mir mal jetzt noch hier in die Tür und wir haben jetzt hier so ein Alcantara Kunstleder. Also ist hier natürlich auch alles vegan und
Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Aber jetzt würde ich sagen, springen wir vor, wie versprochen. Ich zeige euch jetzt noch da in das Infotainment und dann fahren wir endlich los. Kommt mit. Weiter geht's jetzt wie versprochen mit dem Innenraum und erstmal hier drin ist alles total puristisch und ich muss mich wirklich dran gewöhnen. Aber dann ist es echt cool und jetzt schauen wir uns hier erstmal die Sitze an und die sind jetzt genauso wie auf der Rückbank sehr weich gepolstert, haben eine sehr weiche Oberfläche und ich mag die Kombination aus den grauen Nähten, die wir jetzt hier haben und die Qualität ist echt gut. Guter Seitenhalt hier und die sind auch für die längere Strecke gemacht und das passt auch eben zu der Long Range Version, in der wir jetzt gerade sind. Ihr merkt auch schon gerade, ich zitter ein bisschen, weil es ist echt verdammt kalt da draußen. Wenn ihr mal mit mir in die Tür schaut, haben wir jetzt eine Kombination aus Alcantara und Kunstleder. Ist auch gut verarbeitet und ihr habt genau zwei Knöpfe. Einmal eben, um die Scheiben hoch und runter zu machen und aber auch einen Knopf, um die Tür zu öffnen. Ihr habt keinen haptischen Türöffner, was sehr interessant ist. Wenn ihr jetzt mit mir vorne mal das ganze Cockpit anschaut, sieht es so ein bisschen aus wie so ein Designermöbelstück. Wir haben hier gar nicht viel, haben hier einerseits nicht eine Chrom-Applikation, sondern es sieht eher aus wie gebürstetes Aluminium. Haben hier dann auch nochmal ein bisschen Holz und die Lüftungsdüse ist hier integriert, was ich sehr gut finde und ich mag das, dass es hier so puristisch drin ist. Kurz noch zum Mitteltunnel, der ist sehr breit, trennt mich auch ganz gut vom Beifahrer. Und was ist jetzt neu hier im Facelift? Einerseits, dass wir jetzt hier eben diese Jalousie haben, die zufährt und auch sehr elegant ist, das ist gut verarbeitet. Hier dann auch nochmal zwei Cupholder und andererseits ist neu, dass wir jetzt hier zwei induktive Ladeflächen haben, wo wir zwei Handys laden können. Es funktioniert auch, die laden jetzt beide und das finde ich super praktisch, weil normalerweise sind so Autos immer nur eine Lademöglichkeit. Hier habt ihr eben beide und das ist auch gut gelöst und hat hier so eine tolle Haptik mit so einem Mikrofaserstoff. Ja, ist glaube ich auch eine Alcantara und das funktioniert sehr gut. Hier in der Mitte dann auch nochmal eine große Box, wo wir dann etwas verstauen können. Und sonst gibt es hier gar nicht so viel. Und jetzt würde ich sagen, kommt ihr mal rein, vor allem der Jan, weil es ist echt schweinekalt. Da schon total. Und jetzt sprechen wir noch über das Lenkrad. Das liegt recht fleischig in der Hand. Das ist so ein bisschen wie vom BMW, aber sehr reduziert. Hier in der Mitte dann eben das Tesla-Logo, sonst dreispeichig und hier rechts dann eben ein Knopf und links ein Knopf. Und für was sind die hier? Der hier kann dann eben den Abstand zum Vordermann steuern und wieder zurück. Und hiermit kann ich dann eben beispielsweise die Lautstärke dann lauter oder leiser machen, was sehr praktisch ist. Hier hinten haben wir dann die Steuerung der Scheibenwischer. Ich muss hier drauf drücken, dann funktioniert es. Und hier haben wir dann eben die Gänge, die wir reinmachen können. R, N, D und den Tempomaten. Und jetzt sprechen wir hier über das 15 Zoll große Display. Und erstmal war ich am Anfang ein bisschen verwundert, weil ich habe hier vorne kein Cockpit, sondern wirklich nur dieses Display. Und da muss man sich dran gewöhnen, dass man da auch beispielsweise die Geschwindigkeit und so weiter sieht und sonst halt nirgendwo. Ist eine Sache, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das das für euch wäre oder nicht. Ich fand dann nach so ein paar Kilometer Fahren das gar nicht mehr so schlimm. Hier dann bei Fahrzeug können wir verschiedene Dinge einstellen, haben hier den Schnellzugriff, wie beispielsweise die Außenbeleuchtung, Einstellung der Spiegel und auch des Lenkrades, habe hier noch die Beleuchtung, die ich einstellen kann, habe hier unten auch noch einen Abblendassistent und eine Lenkradbeleuchtung, habe hier dann wieder verschiedene Dinge zu den Verriegelungen, kann hier das Display einstellen, habe hier alles zum Fahren und da kann ich jetzt die Beschleunigung entweder lässig oder Standard einstellen. Ich kann den Lenkmodus komfortabel, Standard oder sportlich einstellen und auch den Stoppmodus eben kriechen, rollen oder halten, also das ist die Rekuperation und hier unten steht es auch nochmal erklärt. Maximiert die Reichweite durch Erweiterung des regenerativen Bremssystems bei niedriger Geschwindigkeit und bindet die Bremsen automatisch mit ein, um das Fahrzeug bei einem Stopp zu halten. So, dann haben wir hier noch Autopilot, hier haben wir den großen drin, der kostet insgesamt 7000 Euro, ist eine Menge. Da haben wir dann drin den Lenkassistent, wir können mit Autopilot navigieren, Ampel- und Stoppschildassistent, akustischer Hinweis bei einer grünen Ampel, das zeige ich euch nachher beim Fahren, das ist echt super witzig. Vorschau der Fahrdarstellung für autonomes Fahren und auch das Herbeirufen. Hier habt ihr dann die Navi dann nochmal zum Einstellen, Sicherheit, Service, Software. Hier könnt ihr dann immer die Updates machen und hier unten können wir uns dann alles zum Thema Musik anschauen. Haben hier Radio eben, haben hier Telefon, auch direkt Spotify, was ich mega cool finde, kann mir jetzt hier auch Playlists und so weiter anlegen, beziehungsweise eben auch Künstler raussuchen, die ich besonders gut finde. Kann auch Karaoke singen, wenn ich das möchte und das Ganze auch verschieden anpassen. Hab hier dann noch die Kamera, einmal nach rechts, einmal nach links und einmal dann auch nach hinten, was sehr praktisch ist. Was jetzt sehr cool ist, ist, dass ich hier oben eine Dashcam-Kamera habe und ich kann jetzt hier auch ein Video aufnehmen und das passiert jetzt auch.
super cool, kann drumherum, also hinten, rechts und links aufnehmen, was passiert, kann das aber hier auch wieder löschen, drücke wieder auf Löschen und ihr seht jetzt auch, was wir hier alles für Videos gemacht haben. Jan hat vorhin dann gefilmt, wie es in der Waschanlage aussah, was schon ziemlich witzig ist. Und jetzt zeige ich euch vielleicht noch hier die weiteren Funktionen, die am interessantesten sind, und zwar einmal hier Energie. Hier haben wir eine Ansicht der Energie einmal der letzten 50 Kilometer, einmal der letzten 25 Kilometer und einmal der letzten 10 Kilometer, entweder im aktuell oder eben im Durchschnitt. Dann haben wir hier noch alles zum Thema Aufladen. Wir haben jetzt noch eine Reichweite von 230 Kilometern. Habe hier auch noch mal Web, kann hier also auch ins Internet gehen. Hier dann noch verschiedene Dinge zur Unterhaltung. Ich kann zum Beispiel verschiedene Spiele spielen, was ich echt witzig finde. Habe hier oben auch noch mal Kino, kann Netflix angucken, Twitch, YouTube. Also ihr könnt auch unsere YouTube-Videos hier jetzt anschauen in eurem Tesla. Und ich habe hier auch noch eine Spielkiste. Heißt, ich habe hier verschiedene Sachen, wie jetzt beispielsweise einen Skizzenblock. Kann jetzt hier was zeichnen, wenn ich das möchte. Habe hier auch noch mal ein Maß. Jetzt geht's los mit der Fahrt und Überraschung, wir machen einen Night Drive und erstmal, das habe ich euch vorhin vergessen zu zeigen, hier ist der Schlüssel, aha, wir haben nämlich Karten, super praktisch und wir starten jetzt unseren Tesla, indem wir jetzt hier unten, ja, die Bremse drücken und da unten die Karte hinschieben und ich kann mir jetzt einerseits hier aussuchen, wie die Navigation anfängt, das hat Jan nämlich gerade gezeigt und jetzt fahren wir mal los und ha, ich habe euch da mal kurz was reingemacht und zwar in den Browser unsere Website, falls ihr da mal vorbeischauen wollt, macht das gerne und jetzt gehen wir hier mal in den D-Modus, wir haben hier die Navigation drin, das ist die vollautonome Navigation, zeigt mir dann genau an, wo ich ab- und anfahren soll, was ich sehr praktisch finde und was wir jetzt noch schnell machen ist, mal alles zum Fahren einstellen. Wir können jetzt hier, wenn ich auf Parken drücke, jeweils den Stopp-Modus einstellen, also auf Halten, Rollen oder Kriechen. Ich behalte den mal auf Halten und den Lenkmodus auf Standard, Sport und Komfort und die Beschleunigung auf Standard und Lässig. Ich würde jetzt sagen, wir fangen mal sehr sportlich an. Ich ziehe runter hier auf D und wir fahren jetzt mal geräuschlos los. Und erstmal ist natürlich jetzt praktisch, dass hier die Straßen perfekt frei sind, vor allem weil wir jetzt nachts fahren. Das ist der große Vorteil. Und was ich jetzt zuerst mache, ist mit euch gemeinsam durchbeschleunigen. Heißt, ich bremse durch, wir sind auf Null und dann beschleunigen wir jetzt. Mal schauen, was der kann. Hundert, krass! Ich habe euch ja vorhin noch gar nicht die technischen Daten gesagt. Und zwar haben wir jetzt hier bei unserem Modell 440 PS und 493 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der fährt jetzt vor Max 233 km/h, was super gut ist, vor allem für ein Elektroauto. Viele sind ja da schon ab 140, 150 bis 180 und dann ist Schicht im Schacht. Und das macht riesig Spaß hier in diesem Auto. Beim Verbrauch ist er jetzt angegeben bei 16 Kilowattstunden. Wir haben eher so 18 Kilowattstunden gebraucht. Und die Reichweite ist jetzt bei dem Facelift jetzt bei 580 Kilometer. Vor Facelift war es bei 560 Kilometer angegeben nach WLTP. Wir sind jetzt 435 Kilometer damit weit gekommen. Was wir jetzt mal machen, ist, dass wir die Beschleunigung jetzt mal ein bisschen lässiger machen und man merkt dann sofort einen Unterschied. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Turboloch, kann man jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall ist die Beschleunigung deutlich lässiger und ich finde die Beschreibung auch witzig. So ist lässig. Lässige Beschleunigung. Und was jetzt natürlich cool ist, ist, dass ich jetzt hier auch ein One-Pedal-Driving habe. Das heißt, ihr habt gesehen, ich bin jetzt einfach nur von der Bremse runter und kann jetzt mit einem Pedal einfach fahren, weil der eben sehr stark rekuperiert. Was ich euch jetzt zeige, ist noch die Rückfahrkamera. So sieht sie aus, kommt hier automatisch, wenn wir in den Rückwärtsgang gehen. Und wir haben jetzt da draußen schon echt stockfinster und die ist trotzdem verdammt gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die kriselt wirklich nur ganz leicht hier am Rand und das ist schon wirklich super. Jetzt fahren wir mal wieder weiter vor und ich erkläre euch vielleicht noch kurz, was Rekuperieren überhaupt bedeutet. Und zwar haben wir hier vorne und hinten ja einen Elektromotor. Wir sind jetzt hier bei der Allrad-Variante und Rekuperieren bedeutet, dass der Elektromotor gleichzeitig als Generator dient und eben den Akku, den wir jetzt hier sehr unterflorig haben, wieder auflädt. Und damit können wir eben unsere Reichweite immer wieder erhöhen, vor allem eben, was praktisch ist, in der Stadt. Wenn
wenn ihr damit viel unterwegs seid. Das ist jetzt kein perfektes Autobahnauto. Ich war auch damit viel auf der Autobahn. Wir haben den ja in Stuttgart geholt und bringen den jetzt auch wieder zurück nach Stuttgart. Und da ist man auch immer so ein bisschen nervös, wenn man dann so ein bisschen schneller fährt. Und irgendwie gefühlt hat man dann immer das Bedürfnis, einfach hinter den LKW im Windschatten zu fahren. Aber das geht echt, Leute, vor allem eben mit der Reichweite von 425 Kilometer hier drin. Das ist absolut in Ordnung. Was jetzt auch cool ist, ist, dass wir jetzt hier eben ein paar Funktionen haben. Einerseits sehe ich jetzt hier immer das Fahrzeug, wie es sich auf der Straße befindet. Mir werden auch andere Fahrzeuge angezeigt, inklusive Assistenzsysteme. Und das ist vielleicht auch noch interessant. Ich zeige euch mal den Autopiloten. Hier haben wir dann einerseits einen Lenkassistent, also einen Spurhalteassistent. Wir können mit dem Autopilot navigieren. Das seht ihr hier vorne dann, hier die Navigation. Wir haben einen Ampel- und Stoppschildassistent. Da mache ich euch mal ein Schnittbild drüber, wie das dann aussieht. Das ist ganz cool, weil der mir dann, wenn es grün wird, so ein kleines Zeichen gibt. Und dann kann ich wieder losfahren, wenn ich an der Ampel stehe. Und er zeigt mir auch die roten bzw. grünen Ampeln an, egal wo ich bin. Was ich euch jetzt noch zeige, ist der Tempomat. Das heißt, hier muss ich einfach runterdrücken und ihr seht jetzt, ich habe den hier auf 65 eingestellt und wenn ich jetzt runtergehe vom Gas, fährt er eben 65, was ganz praktisch ist. Was nicht so praktisch ist und ein bisschen schade, wenn ich jetzt beispielsweise vor allem auf der Autobahn in eine Zone fahre, wo es dann ein bisschen ja, weniger schnell sein darf, dann erkennt er das nicht, weil er eben nicht die Karten lesen kann und auch nicht die Schilder und dann rast man dann relativ schnell rein, was nicht so gut ist und das haben andere Hersteller leider dann doch schon eher. Was ich leider ein bisschen kritisieren muss, ist der Fernlichtassistent. Der blendet manchmal auf und manchmal nicht auf, wenn er es nicht soll. Das finde ich manchmal ein bisschen störend. Vor allem, weil man dann ja Leute auch blendet, die einem entgegenfahren. Aber jetzt würde ich sagen, quatsche ich nicht mehr so lange. Wir fahren zurück und ich zauber euch noch ein Fazit und sag euch, wie ich den Tesla jetzt so finde. Kommt mit! Kommen wir zu meinem Fazit und es regnet verdammt nochmal, aber wir können es nicht ändern. Was ich euch vergessen habe zu erzählen, wir haben natürlich jetzt hier eine Wärmepumpe drin im Vergleich zum Vor-Facelift und das ist natürlich besonders gut, weil es halt viel effizienter ist. Und jetzt sprechen wir aber über meine Meinung und ich bin positiv überrascht über das Tesla Model 3. Ich finde es super und vor allem ist es für mich ein sehr spannendes Elektroauto, weil ihr bekommt hier super viel für 50.000 Euro. Ihr habt hier sehr viel Reichweite, ihr habt hier eine gute Beschleunigung, ihr habt moderne Assistenzsysteme. Was ich kritisieren muss, ist leider, dass der Fernlichtassistent nicht so gut funktioniert. Da bin ich das beispielsweise vom Volkswagen-Konzern viel besser gewohnt. Der hat manchmal ein bisschen gesponnen. Und es ist auch ein bisschen schade, dass wir eben kein Matrix-LED-Licht haben. Das würde ich mir wünschen, vor allem eben heutzutage. Aber die Ladeleistungen sind super, die Reichweite ist gut. Wir haben insgesamt es geschafft, ja 425 Kilometer damit weit zu kommen. Und es reicht für mich im Alltag absolut aus. Und der kostet jetzt nur ungefähr 50.000 Euro, was echt krass ist. Er beginnt jetzt knapp unter 50.000 Euro und dann kommt ja auch noch eine Förderung dazu, die ihr bekommt. Und ihr profitiert von der Dienstwagensteuer von 0,25%, weil es ist halt ein Elektroauto. Mega cool. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video so fandet. Das war jetzt so meine erste Tuchfühlung mit einem Tesla. Ich bin kein Tesla-Experte, deswegen nehmt es mir nicht böse, falls ich das ein oder andere nicht erwähnt habe. Und auch übrigens, abonniert bitte unseren Kanal, würde mich tierisch freuen. Wir haben im letzten Monat ungefähr 1 Million Aufrufe gehabt, davon waren nur 5% Abonnenten. Das heißt, falls ihr noch nicht Abonnent seid, dann abonniert gerne den Kanal und schaut auch gerne bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nicht vergessen abonnieren und bis dann.